Die IFG Ingolstadt, starker Partner der regionalen Wirtschaft, präsentiert Ihnen Standort Ingolstadt. Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen bei Standort Ingolstadt, dem Wirtschaftsmagazin von NTV. Wir blicken für Sie hinter die Kulissen der Institutionen, die das Wirtschaftsleben der Stadt am Laufen halten. Das Projekt, das war längst überfällig. Der Standort, der ist prominent. Zwischen zwei historischen Gebäuden soll es entstehen, das neue Kongresszentrum. Da ist die Optik ein entscheidendes Kriterium und dementsprechend umstritten waren die bisherigen Entwürfe. Und jetzt kommt die Kehrtwende. Mit einem neuen Gesicht gehen die Planungen in eine neue Phase. Der Siegerentwurf als Computeranimation. Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude, als stünde es schon immer zwischen Dahlweg und Neuem Schloss. Es wirkt wie geschaffen für den historisch sensiblen Bereich. Die klassische Architektur ist auf dem Gießereigelände angekommen, mit Muschelkalkfassade und gekrümmtem Mansarddach. Die städtebauliche Aufwertung lässt die bisherigen Entwürfe schnell vergessen. Ich war ja bisher auch eher von der Richtung angetan, dass man ein gläsernes Gebäude hat, das sich entmaterialisiert. Jetzt ist die Lösung ein Gebäude, das eigentlich ganz bewusst so auf eine klassische Formensprache zurückgeht, als Gebäude erkennbar mit einem Sockel, einer Putzfassade und die zwei obersten Geschosse bilden ein Mansarddach. Gerade das Mansarddach aber sehen die Juroren im Fassadenwettbewerb als das Nonplusultra, nimmt sie doch der Gebäudefülle die Wucht. Gerade aber darauf basiert bislang die Kritik am Projekt. Jetzt ist der entscheidende Unterschied da, sagt der Jury-Vorsitzende. Das Mansarddach hat in der Proportion und in der Kippung der ganzen Gebäudlichkeit eine neue Komponente auch für die Höhendiskussion gegeben, weil die Traufe jetzt mit der Traufe des Schlosses und der Dachhelm letztendlich mit dem Aufsatz auf dem Dahlweg im Prinzip in einen Dialog tritt. Ein neues Gebäude zwischen zwei historischen Gebäuden, die ihrer Zeit entsprechen. Ich denke, das hat uns eigentlich begeistert. Da können die übrigen 5 Entwürfe nicht mithalten. Jeder einzelne geht auf seine Art nur nachrangig auf den sensiblen Standort ein. Ein Entwurf gleicht von Weitem sogar der Dachlinie des Berliner Hauptbahnhofs. Umso mehr sind die Juroren überzeugt vom dezenten Design des Siegerentwurfs, der durchaus auf prominente Vorbilder zurückgreift. Man kennt es aus Grand Hotels in der Schweiz auch, wo das Thema Dachlandschaft und Nutzung von Dächern auch ein Thema war. Die Berliner Kollegen haben das neu, sehr modern interpretiert, sind auch sehr junge, sehr erfolgreich, gute Kollegen, die auch mit den bisher aktiven Kollegen Hane und Mautz aus München, denke ich, einen guten fachlichen Dialog treten werden. Ein klarer Favorit. Stimmt der Stadtrat zu, steht einer Realisierung eigentlich nichts im Weg und die Skyline am Donau-Nordufer erhält ein würdiges Aussehen. Zurückhaltend und elegant ist die Fassade. Einige Jurymitglieder sagen, es sieht aus wie ein Grand Hotel. In dem erlauchten Kreis war auch Norbert Forster, er ist IFG-Vorstand. Guten Abend, Herr Forster. Guten Abend, Herr André. Was war Ihr erster Eindruck von der neuen Fassade? Also ich finde es insgesamt ein sehr angenehmes, zurücknehmendes Gebäude, zurückhaltendes Gebäude auch, das wunderbar ins Gesamtensemble auch reinpasst, das nicht aufgesetzt wirkt und sich, glaube ich, sehr harmonisch auch im Schloss entsprechend einfügt ins Gesamtgebilde. Wenn man alle 6 Entwürfe anschaut, merkt man die Qualität. Die Architekten haben sich Gedanken gemacht, sehr detailverliebt. War es ein Zufall, dass 3 der Entwürfe aus der Hauptstadt, aus Berlin kommen? Wir wussten ja vorher nicht, wo die herkommen, die Architektengruppen, hatten das ja quasi als Blindtest durchlaufen lassen. Und ich glaube, entscheidend ist hier auch die Qualität, die sich durchsetzt im Laufe der Zeit und dass es eben städtebaulich, architektonisch ins Gesamtensemble reinpassen muss und der Öffentlichkeit auch vermittelbar ist. Und ich glaube, das letzte, was wir jetzt ausgewählt haben, die entsprechende Gestaltung ist sehr gut vermittelbar, was ja auch von der Traufhöhe zum Beispiel im Schloss nahtlos sich anknüpft und somit auch ein Gebiet ergibt, das wunderbar passen wird vom Gesamteindruck nach außen. Da kriegen wir ein bisschen Hauptstadtarchitektur nach Ingolstadt. Ja, kann man so sagen. Wie verbindlich ist denn jetzt dieser Entwurf für den Fortgang der Planungen? Gut, der Entwurf wurde jetzt vom Gutachtergremium zur weiteren Verwirklichung empfohlen. Wenn jetzt der IFG-Verwaltungsrat und auch Stadtrat entsprechendes aufnimmt und weiterentwickelt, wird dieser Entwurf, der jetzt hier sichtbar gewesen ist und der auch optisch gut gefällt,
entsprechend auch weiterverfolgt werden können. Und die Architekturbüro Kühn und Malvesi haben es entsprechend ja auch den Zuschlag jetzt erhalten. Damit könnte man auf den jetzigen Entwurf aufsetzen und das weiter realisieren. Welche Bedeutung hat es, dieses Gebäude mit diesem neuen Gesicht für das Gesamtensemble? Also ich persönlich finde, es passt sehr gut. Ich habe es vorher schon mal gesagt, wenn Sie die beiden Gebäude angucken, das ist abgekippte Mansarddach, so ein bisschen auch die Höhe wegnimmt, entschärft den massiven Baukörper. Sie haben einen sehr eleganten Bau geschaffen. Grandessa hat die Frau Stadtbaurätin gesagt, es kommt damit zum Ausdruck. Damit haben wir ein Gebäude, das sich wirklich gut reinfügt in die Gesamtlandschaft. Auch Hotel und Restzentrum sehr stark differenziert, wird auch sichtbar als Restzentrum, wenn man von außen kommt, von der Innenstadt rausgeht. Damit haben wir einen städtebaulichen, reizvollen Platz geschaffen, der die beiden Gebäude auch einfügt ins Gesamtensemble. Sie sind jetzt neu an der Spitze der IFG. Sie tragen nun auch Verantwortung für dieses Projekt. Sind Sie jetzt mit der ganzen Entwicklung irgendwie in kaltes Wasser geworfen worden? Jetzt könnte ich sagen, kaltes Wasser ist besser als lauwarmes Wasser. Aber ich habe gemerkt, dass meine Kollegen in der IFG, mein Vorstandskollege, den ich sehr schätze, Herbert Lorenz, der sehr viel Expertise hat und Verantwortung hat und entsprechend auch Fachwissen hat und auch die Mannschaft, die engagiert ist und motiviert ist, wunderbares Abfedern auch. Und da gibt es eine Mannschaft, die wirklich nach vorne geht, sich nach vorne entwickelt. Wenn man solche Projekte wie jetzt im Gießereigelände wirklich anpacken kann, kann man die Stadt wirtschaftlich und nach vorne entwickeln. Da bin ich fest davon überzeugt. Jetzt kommen Sie auch mit Architekten in Beziehung, mit Künstlern. Ist das auch eine für Sie persönlich so eine Art Aufwertung, mit solchen Themen jetzt auch sich auseinandersetzen zu dürfen, kann man schon sagen? Ich glaube, der Mensch ist mehr als bloß ein Zahlengerüst. Also ich bin sicherlich Ökonom, bin auch davon überzeugt, dass man Dinge wirtschaftlich betrachten muss. Aber man muss sie wirtschaftlich betrachten und auch gestalterisch betrachten. Mit dem jetzigen Projekt, das wir da jetzt im Gießereigelände vorhaben, wir müssen einen Einklang zwischen diesen wirtschaftlichen Aspekten, das muss ja umsetzbar sein, auch bezahlbar sein und einer wunderbaren Gestaltung. Bislang waren Sie, Herr Forster, Chef beim Existenzgründerzentrum. Eine intensive Schule, was die Zusammenhänge zwischen Unternehmensführung und einer prosperierenden Wirtschaft betrifft. Existenzgründung hat viele Gesichter. Textildruck ist eines davon. Am Anfang stehen immer eine Geschäftsidee und viel Idealismus. Im Existenzgründerzentrum kommt dann die Beratung dazu. Die richtige Finanzierung ist dann nur ein Aspekt. Ein Beraterpool mit geballtem Know-how steht den Jungunternehmern mit Rat und Tat zur Seite. In einigen Fällen sind hier große Entwicklungen entstanden, wie etwa diese Leichtbaubremsscheibe. Das Existenzgründerzentrum ist eine Erfolgsgeschichte, an der Norbert Forster maßgeblich mitgeschrieben hat. Jetzt also der Sprung auf den Chefsessel der IFG. Hier hat Wirtschaftsförderung viele Gesichter. Die Beratung von Frauen zum Beispiel, die wieder in den Beruf einsteigen oder mit speziellem Know-how ihr eigener Chef werden wollen. Weit spektakulärer sind die Bauprojekte. Mit dem Betrieb der Tiefgaragen hat die IFG eine verkehrspolitische Schlüsselaufgabe. Auf mehrere Jahre verteilt ist die Sanierung und die technische Aufwertung. Ein wahrer Kraftakt war vor 5 Jahren die Neuausrichtung des Viktualienmarkt im Herzen der Stadt. Ein historischer Bürgertreff wird mit einer modernen und vielfältigen Gastronomie versehen. Auch eine Erfolgsgeschichte. Das größte Projekt aber wurde 2010 zum Abschluss gebracht, die Erweiterung des Güterverkehrszentrums im Nordwesten der Stadt. Ein Logistikzentrum erstellt auf ökologischen Prinzipien. So wird unter anderem die Anlieferung per Schiene forciert. Holzbau und energetische Selbstversorgung bilden ein zukunftsweisendes Konzept. Dafür gibt es schließlich Gold von der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ein breites Aufgabengebiet für Norbert Forster bei der IFG als neuer Vorstand. Welche Aufgaben, Herr Forster, sind denn für Sie die attraktivsten und welche eventuell die schwierigsten? Also die IFG bietet sehr viele attraktive und innovative Aufgabenfelder. Und es gibt sicherlich einige, die man rauspicken kann. Gießereigelände mit der Gesamtentwicklung, jetzt eben Tiefgarage, Kongresszentrum, Hotel, Audi-Akademie. Aber nicht nur Gießereigelände, es gibt auch die HLT im Güterverkehrszentrum, das wir jetzt anpacken wollen, ganz aktiv. Es gibt das Pioniergelände mit einer entwickelnden Fläche, die sicherlich auch ein Filetstück für die Stadt sein wird, mit einer nahen Anbindung zur Stadt auch. Also gibt es einen spannenden Bogen an attraktiven Projekten, die allesamt lohnenswert sind, sie weiter voranzutreiben. Sie nehmen da auch sehr viel Geld in die Hand oder sind für sehr viel Geld für die Verteilung verantwortlich. Ist
das nicht auch ein bisschen eine Sache, die vielleicht auch zu schlaflosen Nächten führen kann? Gut, Sie müssen Dinge sicherlich sehr stark abwägen, haben Sie recht, Herr André. Aber Sie kennen das Motto, waschen wir den Pelz, machen wir nicht nass, klappt halt nun mal nicht. Wenn Sie Dinge anschieben wollen, müssen Sie Investment tätigen. Das haben wir ja gemacht seit vielen Jahren, Güterverkehrszentrum. Und ich glaube, das sieht man am allerbesten, das GVZ ist ein wirklich sehr starker Motor der Stadtentwicklung auch gewesen und geworden. Da haben Sie vorher viel Geld investiert, aber langfristig einen wirklich großen Erfolg erzielt. Und das sehe ich mit den übrigen Sachen genauso, also im Gießereigelände, Pioniergelände, auch da geht es erstmal darum, Geld auszugeben, um auf lange Sicht für die Stadtentwicklung nach vorwärts zu kommen. Sie haben da natürlich auch Partner, mit denen die IFG schon lange zusammenarbeitet. Ich denke immer wieder an den Herrn Madl, den Architekten. Das macht die Sache ja Halle T wahrscheinlich auch sehr viel einfacher, weil man sich ja auch schon gut kennt, nehme ich an. Da gibt es sicherlich ein eingespieltes Team, das gemeinsam Dinge schnell anpacken kann, wo man sich auf Zuruf, auf Blickkontakt und auch mit kurzen Worten verständigen kann und somit Prozesse auch vereinfacht und beschleunigt und damit der Gesamtsache dienlich ist. Wie ich Sie kenne, hängt Ihr Herz auch weiterhin am EGZ, am Existenzgründerzentrum. Wie wird es da weitergehen und wie werden sich da eben in den nächsten mittelfristig die Schwerpunkte verändern oder verändern die sich dort eigentlich überhaupt? Sie wissen, das Gebäude ist gut belegt. Wir sind also Vollauslastung seit 6 Jahren mittlerweile, 7. Jahr mittlerweile Vollauslastung. Die Erfolgsquote ist von 95%, also die meisten haben es geschafft. Und ich glaube, ich kann es wirklich geordnet und bestellt der Nachfolgerin, Frau Leinfelder, ist ja namentlich schon genannt worden, auch vorgestellt worden, übergeben. Da haben wir eine Person gefunden, die engagiert und ich glaube, mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz rangehen wird. Also ich kann wirklich ruhigen Gewissens das in gutem Fahrwasser an die Frau Leinfelder übergeben. Muss mir also keine Sorgen machen, dass im EGZ die Firmen hier Schwierigkeiten hätten. Die haben sich entwickelt und die werden sich auch zukünftig weiterentwickeln, so als innovativer Nukleus. Ein weiteres Thema ist die Ansiedlung von Kreativberufen. Wir haben hier an dieser Stelle ja schon drüber berichtet. Lässt sich denn die Attraktivität der Kreativen für Ingolstadt, wie lässt sich die verbessern? Was kann die IFG dazu beitragen? Ich glaube, eine Großstadt braucht einen kreativen Sockel und Fundament. Sie müssen immer beides tun. Sie müssen Hard Facts schaffen, vielleicht ökonomisch, mit Konstruktionsfirmen, mit Ingenieurgesellschaften, mit Handwerkern und so weiter. Aber Sie müssen auch einen Unterbau schaffen, dass ein kreatives Milieu entstehen kann. Und Sie wissen, es gibt im Hauptbahnhof, gibt es Hallen, die jetzt angedacht sind, über das Kulturzentrum entsprechend anzupacken, als Halle 9 Kreativwirtschaftszentrum aufzubauen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn das so käme. Es wird auch so kommen im ersten Bauabschnitt, der entsprechend auch genehmigt ist, damit sich hier kreative Berufe im weit gespannten Bogen ansiedeln können und sich austauschen können. Sie müssen da erreichen, dass die Berufsgruppen sich hier austauschen und somit durch diesen Austausch Synergieeffekte entstehen, Befruchtungseffekte entstehen und damit auf lange Sicht es allen Beteiligten gut tut. Kreativität, da spanne ich jetzt einen Bogen. Kreativität ist auch die Eigenschaft der Entwickler bei Audi. Mittlerweile geht die Expansion von Audi in die entscheidende Phase mit einem weiteren Werk in Mexiko, genauer gesagt im Bundesstaat Puebla. Und der Gouverneur, der war bereits auf Stippvisite in Ingolstadt. Sein Bundesstaat Puebla ist so etwas wie die Hochburg der Autoproduktion im Land, sagt Gouverneur Rafael Moreno Valle mit Stolz. Auch VW ist seit Jahren bereits vor Ort, da ist die Konzerntochter Audi mehr als willkommen. Mit dem neuen Werk ist Audi auch auf dem amerikanischen Kontinent vertreten. Die Entfernung von Ingolstadt nach San José, Chiapa beträgt 9.425 Kilometer. Infrastruktur, wettbewerbsfähige Kosten- und Lohnstrukturen sowie vielfältige Freihandelsabkommen haben die Wahl erleichtert. Ein 400 Hektar Gelände hat sich Audi gesichert. Die Weltproduktion des Q5 soll hier stattfinden. Auf 150.000 Fahrzeuge pro Jahr ist das Werk ausgerichtet, sagt Audi-Vorstandsvorsitzender Robert Stadler. Die frei werdenden Kapazitäten in Ingolstadt sind bis dahin anderweitig vergeben. Schließlich umfasst die Produktpalette 32 Modelle mit steigender Tendenz. Soweit die Pläne für das neue Audi-Werk in Mexiko. Das war Standort Ingolstadt. Herr Forster, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich sage auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Die IFG Ingolstadt, starker Partner der regionalen Wirtschaft.